herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wow, das habe ich so lange nicht mehr gesagt und ich freue mich so sehr, euch jetzt wirklich einfach sagen zu können, ich bin zurück, dieses Mal wirklich. Und es ist einfach so, dass in dem letzten Jahr oder über ein Jahr, dass ich jetzt wirklich die Vlogging-Kamera zwar ab und zu rausgeholt habe, aber nie auf diesem Kanal hier hochgeladen habe, es ist so viel privat passiert und das wären sicherlich super tolle Vlogs gewesen, wenn ich es toll finden würde, mein Privatleben irgendwie super breit zu treten. Natürlich gebe ich euch hier Einblicke in mein Leben, aber das ist einfach nur so ein kleiner Teil. Das sind natürlich so super essentielle Dinge, Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind für mein Leben, natürlich hier nicht ihren Platz finden. Jetzt bin ich wieder bereit, ich habe Lust, ich freue mich drauf. Ich glaube, ich habe vieles überstanden, was jetzt nicht mehr Teil sein wird, um mich davon abzuhalten, tolle Vlogs hier zu filmen und mit euch zu teilen. Ich habe aber in den letzten Monaten immer mal wieder gefilmt und wie gesagt, die Vlogs nicht hochgeladen. Und mein Ziel ist es, diese Snippets an Filmdateien in den nächsten Vlogs einfach immer noch mal zu verwenden, weil es Sachen sind, die hier einfach passiert sind, die ich mit euch teilen möchte, Dinge, die einen interessanten Einblick auch in meinen Alltag gegeben haben, aber jetzt natürlich total zusammenhangslos irgendwie auf meinen Speicherkarten rumliegen. Ich möchte es aber gerne noch mit euch teilen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit diesem hier. Ich freue mich, zurück zu sein und ich freue mich auch über alle Neuen, die vielleicht sich jetzt dazu entscheiden, Teil meines Alltags hier auch ein bisschen zu sein oder davon was mitzubekommen, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr würdet mich mega unterstützen und ganz viel Spaß mit diesem Vlog. Tatsächlich, ich und meine Vlogging-Kamera vereint in einem Video. Das fühlt sich so komisch noch an, aber auch richtig gut. Ich habe in den letzten Wochen so viel Lust gehabt, wieder zu starten. Und heute ist der Tag und ich freue mich so sehr. Morgen steht ein Shooting an. Übrigens, mein Arbeitszimmer, mein Schmink- und Büro- und kreatives Zentrum in meinem Zuhause hier hat ein kleines Makeover bekommen und das werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal einblenden, beziehungsweise in den nächsten Wochen hier nochmal ein bisschen was mit euch anders machen. Aber jetzt soll es erstmal um morgen gehen. Und zwar ist es so, dass ich mich mit meiner Freundin Fee treffe und zusammen mit ihr neue Porträtfotos aufnehme für mein Instagram-Profil. Das ist ja so ein bisschen meine Visitenkarte, natürlich so für mich, aber insbesondere eigentlich auch für Firmen, die dann auf mich aufmerksam werden und so weiter und so fort. Mein Business lebt natürlich zum Teil auch davon, dass ich mit Firmen zusammenarbeite und ja, ich möchte mich einfach da auch von der Seite präsentieren, was ich alles quasi so zu bieten habe, meine Kreativität zeigen. Dafür werde ich jetzt packen und ich habe mir was Cooles gekauft und zwar, ich habe mir diesen coolen Koffer hier gekauft. Der hat so 360 Grad Rollen. Ich versuche euch mal die Farbe richtig einzufangen. So, ich liebe das Muster auch. Und hier ist auch einfach alles so schön. Und roségoldene Griffe und so weiter und so fort. Hier sitzt übrigens Yongi drauf. Und genau, den hier habe ich mir jetzt nur für Shootings gekauft. Und der hat 29 Euro gekostet. Das ist so ein kleiner Handgepäckskoffer. Und den werde ich jetzt für mein Shooting packen mit euch. Als erstes meine Shooting-Outfits. Da habe ich insgesamt 3 Stück herausgesucht. Ich habe auch 3 verschiedene Looks geplant. Und die werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Sollen wir dich auch noch mit einpacken? Willst du auch mitkommen? Tschüffi? Ja? Tschüpp? Step Nummer 2 ist mein Make-up-Koffer. Den habe ich mir schon vor einiger Zeit mal gekauft. So praktisch. Sonst hatte ich immer einfach nur so einen Beutel, den ich mit mir rumgetragen habe. Und das ist eine komplette Katastrophe. Aber mit diesem Koffer ist es einfach ein Game-Changer. Ich liebe das. Ich liebe das. Hier ist auch noch vom letzten Shooting Glitter drin und Perlen. Das ist sehr gut. Die brauche ich auch direkt morgen wieder. Also kann das schon mal da drin bleiben. Hier hat man noch so einen Spiegel. Ja, und hier hat auch noch so einen Pinselköcher. Sehr schön. Ich habe mir sogar extra diesen Hautkleber hier bestellt. Der ist eigentlich so für falsche Bärte, Perücken und sowas. Damit ich mir morgen auch so ein paar Dinge ins Gesicht kleben kann, ohne immer den Wimpernkleber zu nutzen. Weil man das hier auch scheinbar viel einfacher entfernen kann.
Ich habe es geschaut, ich bin angekommen. Es war wirklich ganz schön wild, denn es hat super viel geregnet. Ich bin durch den Regen, habe mich hingekämpft und mit dem Zug gab es auch ein paar Probleme. Aber ich bin hier, das ist alles, was zählt. Ja, ich freue mich. Wir gehen auch los in den Blumenladen, denn ich brauche für einen meiner Looks Blumen. Also werden wir welche besorgen und dann kommt da, glaube ich, was richtig Schönes bei raus. So ist jetzt hier gerade der Zwischenstand. Mein Koffer werde ich jetzt gleich auch hinlegen, auspacken. Und meinen Schminkkoffer werde ich auch gleich nochmal aufmachen, euch zeigen, was ich mitgenommen habe. Ne? Ohne meine Musik ging gar nichts im Zug. Und los geht's mit dem Content-Tag. Blumenladen, Blumenladen. Hey, hey, hey. Ich musste natürlich dann erstmal schauen, ob ich überhaupt die Blumen finde, die ich für meine Looks brauchte. Und ich bin auch fündig geworden. Jetzt habe ich doch diese wunderschönen Blumen hier gekauft und freue mich mega drauf. Ich glaube, das passt super zum geplanten Look. Wir haben dann Mittag gegessen und erstmal gequatscht, wie der ganze Tag so aussehen soll. Also welche Content Pieces wir zusammen erstellen, welche getrennt voneinander. Und ja, dann haben wir uns erstmal fertig gemacht. Dafür habe ich als erstes meine Zöpfe geöffnet. Die Zöpfe hatte ich schon einen Tag vorher vorbereitet, weil ich wusste, dass ich für die Bilder auf jeden Fall mehr Volumen brauche. Dann habe ich angefangen, mein Make-up aufzutragen und hatte so ein, zwei Probleme. Macht Spaß. Der Moment der Verzweiflung, ich sag's dir. Das sieht immer noch komisch aus. Was sollen wir denn jetzt machen? Abgang, Sarah Isabel. Tschüss. Ein Drama in drei Akten. Look Nummer 1 ist fertig. Ich bin auch fix und fertig. Phil ist gerade dabei gefilmt, wie ich das hier filme. Vlogception. Vlogception. Ja, ich bin schon sehr zufrieden. Ich hoffe nur, dass es auch auf den Bildern so rüberkommt, wie es soll. Das ist immer so eine Sache. Aber ich funkle und strahle auf jeden Fall schön. So. Seid für sich eigentlich heute. Jogginghose. Jogginghose hier. Ja, also ich ziehe auch, wenn es nicht unbedingt sein muss, ich die Jogginghose nicht raus. Nee. Aus allen Perspektiven mal einfach. Ja. Wir versuchen einfach. Ich mache erstmal so 2, 3 zum Testen. Ob das Licht passt. Ja, aber das ist ein schöner Kontrast. Ich hab mich gefragt, ob das am Ende auch so wirkt. Und das finde ich super, weil ich hatte ja auch eben noch die andere Farbe genommen. Also das Beige wäscht jetzt das zu sehr aus, finde ich. Und bei dem anderen geht es sehr unter. Aber ich glaube, das wird was. Das Endergebnis hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich echt verzweifelt war zwischendurch. Das war somit mein erster Look. Schaut sehr gerne auf Instagram für das Endergebnis vorbei. Und mein zweiter Look war gar nicht an mir, sondern an Fee, denn sie hatte einen ganz bestimmten Wunsch. Damit die Buchstaben möglichst gerade und genau werden, hat Fee immer die Luft angehalten, wenn ich ihn dann gezeichnet habe in ihrem Gesicht. Das G, das T und das S brauchen definitiv ein bisschen Hilfe. Bisschen Liebe. Ja, der Rest bleibt, glaube ich, so. Okay, wir fangen einfach oben an. Und du sagst mal wieder. Ja. Okay, jetzt. Das war wirklich nicht so einfach. Bei mir selber könnte ich das viel besser. Aber das Ergebnis konnte sich dann doch ganz gut sehen lassen. Mhm. Du musst halt auch aufpassen, dass du es nicht zu gut machst, sonst mache ich dann ein Format raus. Sag ich Jan auch immer, wenn er was zu schön gefilmt hat. Du musst aufpassen. Ich spanne dich dann immer mit ein. Nein, noch nicht. Atme bitte weiter. Ich könnte zufriedener sein, aber ich glaube, es kann echt ganz cool aussehen. Ich muss es fotografiert sehen. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Ich habe mir die Kamera geschnappt und ein paar schöne Fotos gemacht, die Fee dann für ihren Content verwenden kann, beziehungsweise auch noch Videos. Kein Budget, kein Post war hier die Message, denn Fee unterstützt Creator dabei, fair für ihre Arbeit bezahlt zu werden. Und ich habe mich dann noch später als gedacht an meinen zweiten Look rangesetzt und wirklich Vollgas gegeben. Wir hatten nicht mehr so viel Zeit, aber haben es dann auf jeden Fall auch noch geschafft, wunderschöne Fotos von diesem Look zu machen. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich nicht mehr dran geglaubt, weil das Tageslicht mittlerweile total verschwunden war und wir mit so externem Licht Fotos machen mussten. Und ihr seht, wie dunkel das da ist. Die Fotos sind aber wunderschön geworden. Und dann war es auch schon so weit, dass wir uns verabschieden mussten.
Und zurück zur Anfangskulisse, wo wir den Vlog mit gestartet haben. Ich bin gerade dabei, werde jetzt gleich ein Video drehen und dann auch schneiden und so weiter. Ich habe den ganzen Arbeitstag vor mir. Ich habe die ganzen Sachen von meinem Shooting auch heute Morgen aufgeräumt. Hier sah es ganz schön chaotisch aus, aber jetzt ist wieder alles richtig schön aufgeräumt hier, auch in meinem Arbeitsbereich. Und ja, ich lege jetzt los. Schreibt mir sehr gerne, wie euch der Vlog gefallen hat. Ich hoffe, ihr konntet ein paar schöne Einblicke von so einem Tag gewinnen, an dem ich Content produziere. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe auch direkt schon den nächsten Termin ausgemacht. Das heißt, ihr werdet dann auch wieder dabei sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!